Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Wir sind ja immer noch in der Pokémon-Liga unterwegs und haben jetzt im letzten Part zwei weitere Mitglieder besiegt. Und das waren zum einen Antonia mit ihrer komischen Geisterschwester und Frosina hier mit ihren Eis-Pokémon. Das heißt, jetzt fehlt nur noch ein Mitglied der Taffir und dann kommt der Champ auf uns zu. Und unser Ziel sieht ziemlich ramponiert aus. Das müssen wir gleich mal schnell ändern. Ich hoffe, wir schaffen heute alles. Sowohl das eine als auch das andere. Also im Sinne von zuerst den Top 4. Fuzzi da und dann noch der fehlende Champ. So, was haben wir noch Schönes? Beleber. Die brauche ich auf jeden Fall für Galagladi. Das hat alles sicher hier auf jeden Fall aufgeopfert. So, was haben wir noch Schönes? Kumomilch geht an Kamerupt. So, ich kann gerade den unteren Bildschirm nicht auf dem PC sehen. Ist aber nicht so schlimm. So, was habe ich sonst noch hier? Pfiffeldenso ebenfalls. Ich muss gleich mal gucken, mit was ich gleich anfange. Das wird interessant, glaube ich. Das wird sehr interessant gleich. So, habe ich noch Supertränke? Davon habe ich einen. Ja, nur drei Tränke, dann nutze ich eher die Tränke kommen. So, auch wenn die ziemlich verständlich sind für Galagladi, ist egal. So, Panzer-Aeron. Ja, Panzer-Aeron kriegt jetzt einen Supertrank ab, was soll's, komm. So, Team ist vollkommen geheilt und bereit für den vierten Top 4. Das finde ich auch geil, vierten Top 4. So, rein typentechnisch. Wird es richtig witzig. Uiuiui. Ich werde auf jeden Fall Gewalt rummegern, glaube ich. Auch wenn es dann zum Drachentypen wird und dann anfällig ist, kriege ich dann auch weiteren Step auf seinen Drachenattacken und kann auch selber reinhauen. Azumarill wird ein sehr wichtiges Mitglied sein hier. Und viel reinhauen müssen. Panzer Aeron mit defensiv einiges aushalten, hoffe ich. Und mal gucken. Ich fange mal mit Gewalt an. Mal sehen, was das wird. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Der vierte Top 4 wartet. Und man sieht eventuell auch, was das zurückkommen wird. Und das ist interessant. Lava hier. Wie man das auch immer hier einbauen konnte, ist mir eigentlich auch egal. Ein Drachenkopf. Und oh. Was ist das wohl? Sind das Feuerseelen? Sind das Feuerdrachen? Auf jeden Fall steigen sie in den Feuerkopf, in den Feuerdrachenkopf und dann speit es auch noch Feuer. Interessant, aber auch ziemlich episch. Ich würde sagen, gehen wir mal rein, ne? Uiuiui, Leute, das wird was. Aber wir sind bereit. Der Top 4, Nummer 4, Dragan. Hallo. Na, wie sieht's aus, Kollege? Ja, der ist auf jeden Fall gut gelaunt. Ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga als Dragan, der Drachenprofi. Pokémon sind von Natur aus wild, sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was man benötigt, um mit Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Ich muss kurz überlegen, ich hab's gerade vergessen. Wenn nicht, wirst du im Kampf gegen mich scheitern. Oh, der meint's ernst. Top 4, Dragan Nummer 4 mit seinen Drachen-Pokémon. Und damit mit einem coolen Battlescreen. Geil. Wow. Top 4 Dragan, damit beginnt der letzte Top 4 Kampf mit seinem Altaria. Fängt er an. Jetzt wird's richtig witzig. Jetzt hat er 5 Pokémon. Ja, haben auch alle besser gehabt. Uiuiui, Leute. Da gehen wir uns auf, begeben wir uns auf dünnes Eis. So. Mega-Entwicklung. Und ich würde sagen, beginnen wir mal mit dem Doppelhieb. Mal gucken, wie gut das dann Ding danach noch steht. Ich denke mal, das Ding wird's überleben. Bin gespannt, was Altaria jetzt einsetzen möchte. Vielleicht eine Flugattacke oder so. Das könnte ich ihn auch überleben eigentlich. Mega-Entwicklung, herzlich willkommen, Mega-Skeptile. Hau mal ordentlich rein, mein Freund. So, mal sehen. Wir sind sogar schneller, schön. Einmal Doppelhieb bitte. Nummer 1. Oh, es war eine Crit, okay. Ich wollte gerade sagen, es hätte sogar fast ausgereicht, aber leider so nicht, wenn es erst ein Crit war. Aeros, ja, damit habe ich schon gerechnet. Das sollte ich überleben. Ja, okay. Nicht so ganz gut, wie ich es erwartet habe. Jetzt wird er wahrscheinlich einen Trank einsetzen, oder? Ich mache nochmal Doppelhieb. Ja, da kommt die Top-Genesung, das war zu erwarten. So schön ist aber, ich bin schneller, wie wir wissen. Und jetzt erst recht nach der Mega-Entwicklung. Das heißt, nach dem zweiten Doppelhieb soll das eigentlich ausreichen, oder? Ja, das reicht dann. Okay, haben wir Glück gehabt. Der nächste Doppelhieb und das reicht dann für Altaria aus. Und das Schöne ist, Dragan hat damit unnötigerweise eine Top-Genesung bereits verschwendet. Aber für uns umso besser. Okay, sehr schöne Arbeit von Gewaldro. So, was kommt jetzt? Ich möchte es nämlich gerne erstmal heilen. Also auf jeden Fall kommt Gewaltro jetzt gleich raus. Sedra King. Da gehe ich gleich in die Vollen und gehe nach Azumarill, würde ich sagen. Haben wir keine andere Wahl. So. Azumarill, komm rein. Du bist das Einzige, was wir gegen Sedra King machen können, eigentlich effektiv. Okay, ich habe auch Voltenso, das macht nur Neutralstand mit Elektroattacken, deswegen. Einmal bitte komplett durchknuddeln. Und der Eisstrahl. Okay, kannst du gerne machen. Oder du freest jetzt, das wäre sehr gemein. So. Ne, da passiert nichts. Interessant, warum er auf Eisstrahl gegangen ist. Und es macht knapp die Hälfte. Okay, das heißt, er wird gleich wieder auf den Trank gehen.
Und er geht auf den Gegner. Ah. Ich hätte jetzt auch lieber auf eine andere Attacke gehen sollen. Vielleicht auf den Kraftkloss oder so. Okay, auf jeden Fall. Na gut, wenn ihr jetzt die Top-Genesung wieder verschwendet, ist es eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist, ich habe nur noch 5 Knuddler-AP. Und das hört mir jetzt natürlich auch erst auf, das ist umso praktischer. So, das war dein zweiter Trank, der ist damit weg. Damit hast du gar keine mehr. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Und natürlich wärst du die Attacke, aber... Geil. Und so habe ich es erwartet. So, Status Heilmittel. Ich möchte hier erstmal heilen. Von dem Schlaf. Natürlich kannst du auch noch Gena. Ich habe noch nie Dings mit Gena gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das Ding das kann. So, erstmal aufwecken. So, Surfer. Okay, Citrick kann mir eigentlich gar nichts. Das kann mir nichts. Das Schönste, ich hätte hier eben Speckschicht gehabt. Ne? Also ich habe Speckschicht als Fähigkeit. Das heißt, Eisstrahl macht umso weniger Schaden. So, pass mal auf. Ich werde jetzt die Chance einfach mal nutzen. Und ich heile jetzt erstmal Mega-Gewalter. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Bin mir sogar ziemlich sicher. Muss ich mal gucken. Und natürlich machst du Gena. Gut, dann mach das. Ist kein Problem. Ich mache jetzt noch einmal schnell Knuddler. Einfach es mal auszunutzen. Okay, mach nochmal Gena. Ist kein Problem. Bam. Leider kein Crit. So, ich schlafe wieder ein. Okay, jetzt kann ich erstmal... Ich habe jetzt Zeit, weil Seedrake kann mir nichts anhaben. Das möchte ich gerne ausnutzen. So. Auch eine Status-Heil-Attacke möchte ich nicht nutzen, denn dann wird er wieder auf Gena gehen. Das wäre unschön. Was habe ich noch als Möglichkeit? Ich hätte gerne... Warte kurz, da war es eben gerade. Top-Ether, ne? Ja, füllt die AP in der ausgewählten Attacke deines Push-Punkt vollständig auf. Okay, wie ist es bei einem normalen Ether? Um 10 Punkte. Okay, dann mache ich lieber das. Dann möchte ich gerne meinen Knuddler wiederherstellen. Aber das mache ich lieber gleich, oder? Das mache ich gleich. Das mache ich erst, wenn es sich richtig lohnt. Okay, wie viele Top-Ether haben wir eigentlich? 4. Das sollte eigentlich reichen, irgendwie. Dann, noch eine Kuh um mich drauf, auf Azumarill. Bin ich schon mal halbwegs wieder voll geheilt. Dann kann ich wieder dich aufwecken, mich hochheilen. Mich wieder, ne? Ihr wisst schon. Ihr wisst, was ich meine. Du machst Eisstrahl, schön gut. Freezen kannst du ja eh nicht. So. Dann muss ich erstmal wieder aufwecken. Jetzt muss ich ganzen Aufwecke hier erstmal verschwenden. Aber ich denke mal, es gibt keine weitere Pokémon, die sowas wie Gena drauf haben. Das glaube ich eher weniger. Der nächste Surfer. Na gut, mach das. Er scheint immer dazwischen zu wechseln. Kannst du nichts anderes? Okay, er scheint noch Drachenattacken, aber die bringen natürlich gar nichts. Knuddel ihn tot! Der nächste Eisstrahl. Na gut. Warum er immer wechselt, frage ich mich. Knuddel trifft, sehr schön. Hui. So, ich habe jetzt noch 2 AP, ich werde es jetzt auffüllen. Ich könnte auch... Warte mal kurz. Soll ich das wirklich mal durchziehen? Wäre ja auch witzig. Wo habe ich die ganzen Sachen? Kampf-Items. Ich habe noch nie Kampf-Items verwendet. Ich könnte jetzt einen X-Angriff benutzen, um meinen Angriff zu erhöhen. Ich habe noch nie solche Dinger benutzt. Soll ich das tatsächlich mal machen und meinen Azumarill so hochboosten? Ich glaube, das mache ich tatsächlich mal. Ich nutze jetzt zum ersten Mal. Und ich habe bisher, nach über 10 Jahren Pokémon, habe ich die noch nie eingesetzt. Ich setze jetzt zum ersten Mal diese Dinger ein. Einfach nur, um es auszutesten, weil ich es noch nie gemacht habe. Ich kenne mich mit Pokémon so lange aus und habe die nie benutzt. X-Angriff. Erhöht den Angriff um eine Stufe. Und den benutze ich jetzt. So. Angriff erhöht sich damit um eine Stufe. Schön. Na, gucken wir, ob sich das wirklich lohnt. Hätte ich vielleicht eben sogar machen sollen. Dann würde jetzt der nächste Knuddler auch ausreichen. Ist ja auch egal. Ja, ich nutze die ganze Zeit richtig schön viele Items, ich weiß. So, wo habe ich die ganzen Sachen jetzt? Ether habe ich jetzt hier. So, einmal jetzt richtig klicken. Azumarill auf den Knuddler, bitte. So, Ether wird eingesetzt. Knuddler ist wieder bei voll AP. Sehr schön. Und du machst wieder den Gena. Das ist doch toll. Dann mache ich jetzt Folgendes. Das ist unschön, dass er es jetzt genau macht, ne? Pass mal auf. Da muss ich mich erstmal wieder hochheilen. Ich weiß, das ist gerade ziemlich blöd. Das wird jetzt gerade ziemlich in Länge gezogen. Aber es geht nicht anders. Ich möchte mich auf die nächsten Pokémon vorbereiten, die kommen. Erstmal gucken, ob ich wieder hochheilen. Dann werde ich eingeschläfert. Dann muss ich wieder Aufwecker einsetzen. Ja, Gena geht natürlich daneben. Okay, und dann versuche ich mal mit Azumarill durchzusweepen. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich kann es nicht genau sagen. So, der dritte Aufwecker darf jetzt mal bitte agieren. Dankeschön. Aufwecker eingesetzt. Ich bin wieder voll. Da kommt der nächste Surfer. Und Velo setzt jetzt wieder Gena ein. Flippe ich aus. So. Eigentlich müsste jetzt auch eine Kaskade ausreichen. Das mache ich jetzt auch mal. Natürlich gehst du wieder auf den Gena. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. So. Kaskade reicht bitte aus jetzt. Natürlich reicht sie nicht aus. Wow. Ist ja vielfach resistet. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Gehe ich jetzt auf den Surfer kommen. Das machst du auch, das ist schön.
Gott, das ist gerade ziemlich in die Länge gezogen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich möchte aber sicher spielen. Flop. Das reicht auch nicht aus. Wow. Na gut. Die geht mir gerade ziemlich auf den Wecker. Apropos Wecker, ich muss jetzt auch Wecker benutzen mal wieder. Oh Gott, der geht mir so auf den Sack gerade. Natürlich kriege ich nochmal wunderschönen Schaden. Jetzt mache ich nochmal eine Kaskade. Willst du jetzt wieder Gene einsetzen? Nehmen wir das Eisstrahl. Okay. Durch Speckschicht überlebe ich das auf jeden Fall. Und immer noch keinen Freeze. Ich bin schwerst beeindruckt. So, jetzt ist das Zeta-King endlich weg. Meine Güte nochmal. So. Jetzt muss ich mich natürlich erstmal wieder hochheilen. Eigentlich wollte ich das verhindern, dass es so kommt, aber ja, auch egal. Level 48. Dibbididum. So, was kommt jetzt? Hat sich X-Angriff überhaupt gelohnt? Level 45. Kreuzschere möchtest du lernen? Nee, das brauchst du nicht. Definitiv nicht. Libeltra. Da bleibe ich drin. Was möchtest du mir ausrichten, frage ich mich gerade. Bin ich gespannt. Was könntest du mir entgegensetzen? Ich muss mich erstmal wieder hochheilen, klar. Kumomilch. Nee, ich mache lieber einen Hypertrank, nur um sicher zu gehen. Weil ich heile mich sonst nicht vollständig hoch. Hypertrank, ich bin wieder voll und kann dich gleich erstmal schön durchknuddeln. Was machst du? Du machst einen Überschallknall. Ach, das kann das Ding ja auch. Und au, 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 au. Ah, natürlich ein Crit. Ja, natürlich. Okay. Knuddel ihn tot. Nächste Überschallknall werde ich überleben, weil es jetzt kein Crit wird, hoffentlich. Au, 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 au. Wow. War trotzdem ziemlich knapp. Bäm! Und überlebst sogar noch. Bin schwerst beeindruckt. Hypertrank für Azumarill. So. Ja, ja, ich spiele aber sicher, Leute. Ich spiele hier sicher. Man weiß ja nie. Dim, dim, dim. Überschallknall. Kannst du nur 10-mal einsetzen. Ich würde sagen, war es wieder ein Crit? Egal. So, jetzt müsste aber ein Surfer ausreichen und eine Kaskade zumindest. Ja, Kaskade wird auf jeden Fall ausreichen, dann wenn ich noch einen X-Angriff drin habe. Knuddel möchte ich mir gerne aufsparen. Boah, der macht doch Schaden, Mensch. Kaskade! Bäm, neutraler Schaden-Step, das reicht doch hoffentlich, natürlich. Tschüss, Libeldra. Du hast noch ein zweites Libeldra, das weiß ich. Und du hast einen Brutalander. Ja, das hast du auch, mein Freund. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Natürlich erstmal Bedroher. Gefällt mir das? Ich glaube, ich opfere jetzt lieber meine Azumarill. Soll ich das tun? Ich mach das mal. Ich gehe auf den Knüttler. Donnerzahn hast du drauf. Okay, gut zu wissen. Oh, hätte ich das prädiktiert, dass du einen Donnerzahn drauf hast, ne? Und wäre jetzt in Gewaldruhe gegangen. Das wäre episch gewesen. Ich gehe jetzt in Gewaldruhe. So, Gewaldruhe. Bitte doppelheben. Dankeschön. Dass du schnell bist, war kein Geheimnis. Bam. Und das war schon wieder Crit. Wow. Na gut. Das haben wir getroffen. Dann schoss ich wäre die Attacke ab. Oh, geil. Dankeschön. So sehe ich es gerne. Doppelhieb. Und die geht. Ich habe schon gesagt, wenn jetzt der Doppelhieb daneben geht, dann wäre es natürlich jetzt gerecht, aber auch schade. Und natürlich jetzt daneben. Ach, na gut, wenn es so sein muss. Voltenso. Du bist doch hoffentlich schneller jetzt. Mach mal einen Ladungsstoß. Der ist neutral. Sollte hoffentlich reichen. Du bist echt schneller, Brutalander. Wow. Wow. Warum bist du schneller? Okay, bist du 10 Level über mir, trotzdem. Okay, Panzer-Eron, du musst rein. Okay, das hat mich jetzt zuerst beeindruckt. Gehe ich jetzt in Fliegen? Ich mache einen Felsgrab. Donnerzahn, das sollte ich überleben, auch wenn es sehr effektiv ist. Ja, tatsächlich, Felsgrab trifft, dankeschön. So, und das sollte reichen. Ja, okay. Ui, das war doch noch stressiger, als ich dachte. Das dauert noch lange. Wow. Ich dachte, wir kriegen heute noch den Champ besiegt. Luftschnitt, nein. Okay, dann müssen wir das wohl beim nächsten Mal machen. Das hat sich noch ziemlich in die Länge gezogen gerade. Nein, ich möchte nicht Luftschnitt erlernen, verdammt nochmal. So, nein. Ja, so, geht doch. Übrig bleibt das zweite Libeldra. So, Libeldra kommt rein. Ich bleib drin. So, wir jetzt die eine Attacke abfangen müssen. So. Status Heilmittel. Wo habe ich meine Beleber? Wo sind meine Beleber? Hallo? Da sind sie. Ich wollte gerade sagen. Wo sind die Beleber hin? Ja, Azumarill darf rein. Dö. So, Steinhagel kommt. Okay. Du bist das physisch Offensive.
Das überlebe ich wahrscheinlich noch. Jo. Und somit kann ich die Chance nutzen, um nochmal mein Azumarill komplett voll zu heilen. Das ist voll. Panzerung wird jetzt besiegt. So. Und jetzt kommt Azumarill rein und soll das Ganze erstmal beenden. So, Azumarill, bitteschön. Wahrscheinlich machen wir heute den Champ nicht mehr, so wie ich das sehe. Dann muss ich den Part wahrscheinlich auch früher beenden, sonst lohnt sich das nicht. Ich habe nämlich auch keine Zeit mehr gleich. Knüttel ihn zu Tode! Ach Gott, Superschall, damit wir jetzt auch noch ankommen. Bam! Hälfte Schaden, sehr gut. Das Ganze nochmal bitte. Er möchte echt auf Superschall gehen, ne? Der weiß jetzt, dass er so gut wie am Ende ist und der muss jetzt noch mit Hex gewinnen. Komm schon, Azumarill, zeigt ihm, dass der damit nicht durchkommt. Dankeschön. Das muss jetzt ausreichen. Dankeschön, sehr schön. Damit wäre Dragan besiegt. Hat auch am längsten gedauert hier, aber hat sich lange hingezogen mit Zedraking. Ich dachte, ich kriege das Matchup besser hin und den Bedroher von Brutanan habe ich vergessen. Somit hätte sich das gar nicht gelohnt. Und 4 auf KP, cool. Level 49, wow. Und gleich Level 46. Aber Azumarill hat hier einen sehr guten Job gemacht. Hervorragend gemacht, das muss man dir lassen. Und wieder viel Geld. Uiuiui, Leute. So. Du hast es weit gebracht. Die gebührt wahre Ehre, Pokémon-Trainer. Du weißt, was man benötigt, um ein guter Trainer zu werden. Ja, ein Trainer benötigt ein ehrliches Herz. Wenn ein Pokémon mit dem Guten im Herzen seines Trainers in Berührung kommt, lernt es, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Darin wächst es schließlich und wird stärker. Geh, geh weiter. Der Champ erwartet dich. Na gut, Leute. Der Champ erwartet uns aber erst im nächsten Part hoffentlich erst. Und wir müssen uns erstmal wieder hochheilen. 3 besiegte Pokémon. So, Beleber einsetzen, zu Glitzkick, Gewaldro, Panzeron und Voltenso. Und dann werden wir erstmal voll geheilt. So, Kumamilch. Der Champ, Leute, und dann war's das. Dann war's das mit der Top 4 und mit der Pokémon-Liga und so weiter und so fort. So, unser Team ist so gut wie ein... Ja, es ist eigentlich komplett geheilt, kann man sagen. Obwohl, ein paar kleine Sachen, die nicht ganz geheilt sind. Deswegen nutze ich jetzt meine Singewehre. So, jetzt bist du voll geheilt und du jetzt auch. So, jetzt sind wirklich alle voll geheilt. So, extra für diesen Kampf. Muss mich vorbereiten. Pass auf, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, ich mache einen kurzen Cut und ich gucke noch mal schnell im Internet nach, was unser Champ noch für Pokémon hat. Und dann bereiten wir uns jetzt noch mal drauf vor, damit wir es umso schneller für uns erledigt haben. Also ein kurzer Cut, wir sehen uns gleich wieder und dann, ne, bis gleich. So Leute, da bin ich auch schon wieder. Für die, die es jetzt nicht ahnen können, der gute Troy ist natürlich unser Champion. Das hätte man sich ja natürlich auch denken können. Und er benutzt hauptsächlich Stahl- und Gestein-Pokémon und er hat noch Lippomentas dabei. Also, er hat 6 Pokémon. Das eine ist Panzeron, damit fängt er auch an. Dann Lippomentas, Stolos, Wheelia, Amaldo und sein Mega Metagross. Das wird hart. Panzeron beginnt mit Toxin, hat Aeoras, Stachler und Starflügel ebenfalls noch. Sein Lippomentas ist sein Screener, Reflektor, Lichtschild, dann hat noch Sonnensensor und Erdkräfte, speziell offensiv, okay. Stolos, Steinkante, Erdbeben, Eisen, Schweif und Drachenklaue, Wheelia, Gigasauger, Antikraft, Matschbombe, Konfusstrahl, Amaldo, Kreuzschere, Felswurf, Metallklaue, Zermalmklaue, Megametergross, Patronenhieb, Zenkopfstoß, Sternhieb, Gigastoß. Das wird hart. Würde ich gerade sagen, beginnen wir dann mit Kamerup wahrscheinlich den Kampf. Nehmen wir uns das mal genauer an, bevor ihr nichts mehr sehen könnt. Kamerup, so. Aeros und Stahlflügel sollst du auf jeden Fall überleben können. Stachler schön und gut, Toxin kann's ab. Stachler ist natürlich unschön. Okay, den Flammenwurf, das muss ich gleich erstmal erledigen, klar. Mit dem Top-Ether werde ich erstmal den Flammenwurf wieder hochsetzen, damit die AP voll sind. Das ist wichtig. Ether. Da. So, einsetzen. Kamerupt für Flammenwurf. So, du bist wieder voll. Nach dem scheiß Nachspiel von einem Banett. So, dann kriegen wir auch den 20 Minuten voll, Mensch. Okay. Flammenwurf auf Panzeron sollte eigentlich viel Schaden machen und hoffentlich sogar ausreichen, man weiß es nicht. Na gut, das Ding hat auf jeden Fall Robustheit, das darf man nicht vergessen. Zweimal wird Panzeron zum Zug kommen. Zweimal sollte Flammenwurf dann ausreichen. Lippomentas. Von Typ Boom Psycho. Hat Erdkräfte und Sondersensor. Muss ich aufpassen. Wenn er die Screens rausbekommt, muss ich die mit Durchbruch von einem Galagladi wegkriegen. Denn er hat ja noch Stolos, Wuya und Amaldo. Damit kann ich auf jeden Fall mit dem Durchbruch von Galagladi irgendwie durchkommen. Azumarill. Da muss ich aufpassen mit dem AP. Viel Sinn das nämlich nicht mehr. Habe ich so viel gegen Seetracking verloren. Ja, kann ich mit Surfen auf jeden Fall gut bei Lippomentas ankommen. Eigentlich schon. Und ich werde es wahrscheinlich auch nur bei Lippomentas einsetzen müssen. Okay, es sollte hoffentlich auch reichen damit, Azumarill. Stolos.
Ja, dann muss er wahrscheinlich auch mit Voltenso arbeiten. Obwohl Voltenso ist, glaube ich, sogar besser für den Anfang. Für Panzereron. Ich glaube, ich werde Voltenso nach vorne schicken. Ist mir lieber sogar. Kann ich mich gleich jetzt mit einem Flammenwurf rausholen gegen Panzereron und dann mit einem Voltwechsel raus. Ne, ich glaube, das ist besser so. Ja, ich denke schon. Okay, Stolos, ja. Nicht einfach, muss ich auch speziell am besten agieren. Am besten auch mit Kamerupt. Am besten mit der Erdkräfte von Kamerupt. Ja, das wäre ganz gut, glaube ich. Erdbeben, ist die Frage, ob ich das überleben sollte. Das wird schwer. Weedio, das wird auch noch ein kleines Problem. Ein Typ Gestein, Pflanze. Da muss ich auch mit Galagladi wahrscheinlich agieren. Das Ding kann ganz gut einstecken mit den speziellen Attacken, die Weedio drauf hat. Amalo wird auch hart. Da möchte ich gerne mit Panzereron kämpfen, glaube ich. Und mit Stahlflügel viel Schaden machen. Und mit Felsgrab am besten auch. Metagross noch die größte Hürde. Allerdings auch mit Panzer würde ich gerne noch was dagegen machen können. Ich kann nur physisch defensiv einiges aushalten. Das sollten wir irgendwie schaffen. Das schaffen wir schon. Da bin ich zuversichtlich. Unser Team ist bereit, denke ich mal, damit wir uns gegen Troy stellen können. Damit würde ich sagen, das war's für heute. Im nächsten Part stellen wir uns dann gegen den guten Troy. Und dann wird's ziemlich hart, Leute. Der Champ-Kampf. Bis dann und auf Wiedersehen.